Hallo, mein Name ist Kira Priestorf und ich bin Geschäftsführerin der Ortrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH und Hüterin der Schäfchen unseres Ostteams, das ich euch jetzt gerne vorstellen will. Guckt doch einfach mal mit. Schauen wir doch jetzt direkt mal ins erste Türchen, wer sich dahinter verbirgt. Ich glaube, es ist die liebe Elke Wolf. Und hallo. Tatsächlich, hallo. Das ist sie. Hallo, also ich bin Elke. Hallo Kira. Elke, was machst du gerade schön? Ich sortiere gerade Flyer. Flyer für? Für unsere Touristen und für unsere Ortrupper Bürgerinnen und Bürger, damit sie ihre Radtouren planen können, ihre Wanderwege planen können und Sehenswürdigkeiten sehen können. Das heißt, du steckst schon mitten in der nächsten Saison. Genau, genau. Okay. Genau so ist das. Du bist Ansprechpartnerin für unsere Gäste und für unsere Ortrupper Bürgerinnen und Bürger. Was gehört sonst noch zu deinem Aufgabenbereich? Ansonsten kümmere ich mich auch noch um die Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft. Das ist eine Zusammenschluss der Einzelhändler hier in Ortrup, die natürlich auch ganz viel Unterstützung brauchen und die sich in diesem Verein dann auch engagieren. Und schon öffnen wir das Türchen Nummer 2 und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein lieber Kollege Robert Tausewald hinter diesem Türchen steckt und wie recht ich doch hatte. Hi Robert! Hallo Kira, hallo zusammen! Bei was habe ich dich gerade erwischt? Bei einem ganz spannenden Ding, Planung 2029. Wow, 2021 rückt natürlich auch immer näher. Was planen wir denn da so? Viele Dinge. Veranstaltungen und verschiedene Projekte für die Innenstadt. Das wird sehr, sehr spannend für euch. Hinter unserem dritten Türchen verbirgt sich der liebe Frank Lüppenhaus. Und den stelle ich euch auch gerade mal vor. Oder auch nicht. Frank? Oh, ja doch, ich bin's. Ah. Hallo. Hi Frank. Grüß dich. Ja, Frank ist so ein bisschen so unser Witzbold hier im Team und wenn er uns nicht mit lustigen Sachen auftrappelt, dann hat er verschiedene Aufgaben hier bei uns. Was zählen denn so bei dir dazu? Ja, auf jeden Fall sind das die vielen Flyer, die ich zu verteilen habe, in unserer Außenstelle zum GOC zum Beispiel. Und ich weiß, dass du jetzt gerade die gepackten Flyer von Elke für die kommende Saison schon wieder ausliefern willst. Und deshalb lasse ich dich jetzt in Ruhe und du kannst das alles weiter vorbereiten. Und hier hätten wir jetzt das Türchen Nummer 4. Das ist unsere Anne Ermke. Und Anne sieht man eigentlich selten vor der Kamera, sondern mehr hinter der Kamera. Ja, erzähl mal was dazu. Die letzten Wochen, auf jeden Fall. Die letzten Wochen war ich viel unterwegs mit unserem virtuellen Adventskalender. Da habt ihr jetzt ja schon einige Türchen geöffnet. Und ja, da war ich Kameramädchen, Männchen. Und es hat mir super großen Spaß gemacht. Wenn du die Bilder bzw. die Videos gemacht hast, was passiert denn damit? Ja, die werden dann zusammengeschnitten und dann erscheinen die ganz frisch auf unserem neuen Facebook-Account, den wir seit einigen Wochen haben. Und ja, da dürft ihr noch gespannt sein, was im nächsten Jahr alles da noch zu sehen sein wird. Das ist ein gutes Stichwort, denn ihr solltet einfach nicht abschalten und uns immer weiter fleißig folgen. Dann seid ihr auch auf dem neuesten Stand der Dinge, was die Ost angeht. Ja, das war der kleine Einblick in unsere Ostgeschäftsstelle und eine Vorstellungsrunde unseres Teams, bei dem ich mich auf diesem Wege nochmal recht herzlich bedanken möchte. Ihr seid mir schon total ans Herz gewachsen und ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Dinge, die wir noch gemeinsam vorhaben. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Institutionen, Vereine und Personen, die mit uns gemeinsam diesen Adventskalender hier gefüllt haben. Ihr seid allesamt das, was Ortrup ausmacht. Ihr seid traditionsbewusst, lebendig, sozial, aktiv und vieles, vieles mehr. Wir wünschen euch und unseren Zuschauern selbstverständlich ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben und alles Gute und vor allem viel Gesundheit und ein bisschen weniger Corona für das kommende Jahr. Auf bald! Wir wünschen euch frohe Weihnachten!